Ach, so sieht er aus. Was? Praktischer Dietrich. Sieht zwar ein wenig seltsam aus, aber... Ach schade, ich dachte, ich könnte das anders machen. Was? Dum, dum, ach nee, boah, Beithändigung. Ja, verdammt schwer, aber auch nicht, kann ich mitnehmen. Würde ich euch fortschicken. Was? Nur weil ich aufgebrochen habe? Ach komm. Ich bitte dich. Mit Skelettschlüssel mal eben aufgeknackt. Hallo Rune. Ich habe noch nie jemanden mit euren Fertigkeiten gesehen. Wisst, dass ihr zu mir kommen könnt, wann immer ihr etwas braucht. Alles klar. Wandelt mit den Schatten. Hatte ich vor. Ach so, warte mal, was waren das hier vorhin mit den Agenten der Blablabla? Ist das, sind jetzt irgendwelche tolle Fähigkeiten, die ich jetzt kann? Nö, scheinbar nicht. Schade. Aber ich kann Nachtsicht anmachen. Ist das da vorne nicht Brynjolf? Nee, Viper. Vielleicht, wenn man doch die Leute von hinten verwechseln kann. Nee, halt, ich will doch gar nicht raus. Ich will doch erstmal die Nachtsicht ausmachen. Danach würde ich doch gerne nochmal schnell die zerbrochene Flasche und mit... ja, wie hieß er denn? Ach, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall, mit dem wollte ich eine Runde reden. Weil ich habe noch mein Zeug, welches ich loswerden wollte bei ihm. Dum, 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 dum. Da ist er doch. Hier, er heißt... Worum geht's? Delvin heißt er. Hallo, ja. Delvin. Ich würde diesen Diebstahl, klar, ich den machen. Die Schwierigkeiten gibt es erst, wenn ich es geschehen. Okay, alles klar. Könnt ihr mich im Schleichen unterrichten? Nö, ich konnte dein Auge... Oh, ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal selten... Ja, ja, okay. Den 8. Ihr habt es tatsächlich bekommen. Das ist mehr Gold wert, als manche Diebe in ihrem ganzen Leben verdienen. Aha. 1600 Gold. Ich habe übrigens noch was... Habe ich gefunden? Habe ich? Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene... Das yeah, muss yeah, von Mercer stammen. Er hatte eine Weile großen Respekt vor dem grauen Fuchs. Klar, das kaufe ich. Hier, bitte. Ach, habe ich beide Augen schon abgeliefert? Andere Dienste? Wenn ihr Geld für die Früchte eurer... Außerdem solltet ihr etwas Zeit im Trainingsraum zubringen. Ja, Tunnel, warte, Tunnel, hallo. Was gibt es? Lasst mich mal sehen. Jojo, warte, ich habe doch hier noch. Ich habe doch hier noch sicherlich noch ein Eisen durch, den ich brauchen kann. Oh, was? Wie viel Gold hat sie? 1000. Da muss ich ja quasi schon aufpassen, was ich hier verkaufe. Oder 20 Eisen, das ist ein Elfenbogen. Warte mal, was mir gerade so auffällt. Der Elfenbogen macht deutlich mehr Schaden als mein aktueller. Achso, nee, ich habe gerade eine Klinge in der Hand. Stab der Feuerbälle brauche ich garantiert nicht. Obwohl, Stab der Feuerbälle macht ganz schön viel Schaden. 40 Schadenspunkte. Ich behalte ihn mal, aber hier den. Der Raserei, den haue ich auch weg. Den, ach, wer braucht das schon? Windscherer behalte ich auch nochmal lieber. Ach, hier Zwergenschwert des Verschlings. Hm, 25 Schaden. Wie viel macht meins gerade? Wenige, mehr. Okay, kommt das Ding auch weg. Dann habe ich doch hier noch dieses schöne, schwere Rüstungsteil gefunden. Wo ist es denn? Wo ist es? Großes? Rüstung 25. Das ist ja sogar leichte Rüstung. Schlossgang und Schießkampf gleich mit 20% gesteigert. Nicht schlecht, die große Maske. Ich wollte doch eigentlich hier was verkaufen. Wo ist das hier? Falmarschild. Warum habe ich denn ein Falmarschild dabei? Ja, kein Wunder, dass mein Inventar so voll ist. Das erklärt so einiges. Jo, die Dinger, die kann ich hier gerade so noch verticken und dann hat sie auch leider kein Geld mehr. Doch, 20 Geld hat sie noch. Zack. Und jetzt noch was für 5. Stiefel der mystischen Morgenröte. Warum habe ich die noch dabei? Verdammt. Na gut, ich kann sie leider nicht bis auf den letzten Geld, bis auf das letzte Gold auskaufen. Es sei denn... Ja, sie hat 200 Gold. Die kann ich mir sofort zurückholen, indem ich hier einfach... Was kann der Bogen der Nachtigall eigentlich? Der macht weniger Schaden als ein Elfenbogen. Nee, der macht genauso viel Schaden. 15 Frostschaden, 7 Punkte Blitzschaden. Oh, und Doppelverzauberung. Das ist natürlich ziemlich stark. Firiniels Ende und sakraler Elfenbogen. Und also als Standardbogen würde ich ja doch irgendwie den Bogen der Nachtigall bevorzugen. Ach, Sense des Falschen, die hätte ich mir vorher mal reinhauen sollen. Na egal, jetzt ist es zu spät. Dann kann ich doch sicherlich eh noch was zu essen verkaufen, oder? Oh, der Schwarzdornmeat, ich habe da, sehe ich gerade, der ist ja noch einiges wert. Und ich habe den einmal öfter. Ach nee, das war das Schwarzdornbräu. Der Miet ist nicht ganz so viel wert. Egal. Zack, 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 zack. So, 93. Oh, Quatsch, den Wein kann ich auch noch verkaufen. Der wiegt doch ganz schön viel weg, das habe ich gerade gesehen. Die Zwerge. Ach komm, das reicht. Mhm. Aha. Ja, nein, wie sollte ich denn? Ich mache doch hier niemals Aufträge, sowas mache ich nicht. Mann, 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 Mann. Was? Verdammt, das war die falsche Tür. Ach, Mann. Verpeilt wie immer.
ich auch immer die falschen Wege gehen muss. Und zwar hätte ich nämlich rechts abbiegen müssen. Oh Gott. Schließen wir mal den Vorratsschrank. Schrank, da fühle ich mich viel sicherer. Mal gucken, wie jetzt das Regal aussieht. Das müsste jetzt ja schon halbwegs voll sein. Müsste ja einiges drin rumstehen. Wo war das Regal? Rechts, links? Geradeaus war es. Hä? Wie? Ah, das ist nur das linke Auge der Falmer. Ich habe doch noch das rechte. Moment, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da, das rechte Auge der Falmer. Möchte das niemand? Wer mal Rätsel wird. Hm, die Maske hier? Hä? Also da fehlt ja noch einiges. Jo, aber ich glaube, ein. Ihr seid in Ordnung, ja. Eigentlich bin ich sogar beeindruckt, wie gut ihr euch hier macht. Aber das braucht bleibt etwas. Ja, ich suche eigentlich jemanden, der mir Bogenschießen beibringen kann. Vielleicht jemand mit einem Bogen auf den Rücken? Wenn ihr das Schießen trainieren wollt und genug Geld habt, ich zeige euch, was ich weiß. Oh, ist das teuer. Aber was Mut am Mut, ne? Das ist der Geräusch denn gerade her? Na egal. So, Schießkunst können wir jetzt. Kann ich jetzt eigentlich ein Level mehr machen? Gesundheit? Gesundheit wäre, glaube ich, nicht schlecht. Bogenschießen, Bogenschießen. Ich hätte ja gerne dieses Schnellspannen demnächst bald mal. Thema: kritischen Treffer einen zusätzlichen Schaden verursachen. Ja, das wäre sicherlich super, aber jetzt gerade nicht. Ab 70. Du kannst einen Bogen. Na super. Du kannst doppelt so viele Pfeile von toten Körpern zurückholen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, das wäre ziemlich. Das ist relativ heftig, aber das ist, naja gut, das ist erstmal nicht in erreichbarer Nähe. So, sprich mit Sibi Schwarzborn. Was? Dann ist auch nicht die aktuelle Quest aktiviert. Hier betritt das Dämmergrab. Was ist denn das? Ist schon wieder ganz woanders als gedacht. Bist du ein Graumer? Nee. Nee. Ach, da unten vielleicht, eventuell? Ah, Dämmergrab. Ach nee, da war ich noch gar nicht. Da war ich auch noch nicht. Wie, was? Feinde in der Nähe. Hier sind Feinde in der Nähe? Das finde ich jetzt aber beunruhigend. Wo denn? Wo sind denn hier Feinde? Oh. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Gar nicht, aber... hier hat doch gerade jemand um Hilfe geschrien, jetzt nicht mehr. Vor allen Dingen ist hier erstmal eine... Wen musstet ihr meucheln, um an diese Klinge zu kommen? Museumstypen. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Ist ja gut. Also gut, ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Ja. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. In Ordnung, dann missachte ich dich halt. Und das Gesetz gleich mit. Ich bin ja nicht so. Kann ich jetzt? Ah, jetzt geht's. Schön, schön, schön. Ich dachte schon, es geht nicht. Muss ich auch noch reiten? Festung Graumor, war ich nicht schon mal? So, Kurs ist schon wieder total über wilde Lande. Na, reiten wir mal ein bisschen schneller, vielleicht kommen wir dann irgendwann nochmal an. Da fällt mir gerade was ein. Nein, wollte ich gar nicht. So, jetzt. Ja. Das ist relativ... Vielleicht entdecke ich ja noch was. Das wäre toll, wenn ich hier nur irgendwie... verdammt. Bin ich hier noch irgendwas auf... wer bist du denn? Kann ich die irgendwie anreden, ohne abzusteigen? Weil sonst... Oh nein. Ich krieg doch 1000 Jahre nicht, oder? Aua. Kaiserliche... Kaiserliche Lehrling-Totenbeschwörer? Ach so. Ich hab da ja eine Vermutung. Und zwar, dass die Kaiserliche, die war in Wirklichkeit schon lange tot und ich habe hier nur gerade Asche getötet. Weil da stand der Kaiserliche Lehrling-Totenbeschwörer.
Das läuft ja irgendwie auf Totenbeschwörung hinaus. Gut, die hätte also so oder so nicht mit mir reden können. Na, sehr schade. Was leuchtet denn hier so? Ach, kick an. Oh, ist das da vielleicht Seelenfalle? Das wäre echt schön, wenn ich den Zauberspruch mal finden würde. Nee, ist ein tolles Eisherbstbuch. Aha. Oh, Beschwörung auf 17. Das könnte echt kritisch werden, Seelenfalle zu zaubern. Und wenn doch, dann habe ich danach wahrscheinlich keinen Mana mehr. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Als Attentäter muss man eigentlich nur genug Mana für einen Spruch haben. Das ist Unsichtbarkeit. Weg. Klupp. Da ist schon weit schon gekommen dafür, dass ich eigentlich gerade nur in die Leere geritten bin. Und einen Totenschwung bzw. Schattenbienen hat ja auch noch was getreten und anscheinend tot gekriegt. So genau weiß ich das ja nicht. Dafür war das eigentlich recht erfolgreich. Was ist denn da für Rauch? Rauch? Oh. Das sieht mir noch sehr nach überfallener Karawane aus. Inklusive verbrannte Leichen. Pferdefleisch. Ja, aber in den Satteltaschen ist nichts, oder was? Muss ja eben gerade erst passiert sein. Was ist denn das da hinten eigentlich? Ist das schon mein Ding, wo ich sowieso hin wollte? Jo. Gibt auch keine Hinweise darauf, wer es war. Also, keine menschlichen Leichen. Nur zwei tote Pferde. Gut, es gibt menschliche Leichen, aber die sind halt nur angefackelt. Aber ich glaube, komm, dass die mit Benzin, dass das nur zwei Leute waren. Von so einem. Oder? Ich höre Wölfe. Nicht gut. Das könnte tatsächlich schon die Bude sein, wo ich hin will. Quicksave hier mal eine Runde. Quicksave ist immer gut. Na super. Wir haben Wölfe. Hä? Ich war da gerade noch einer. Oh, lass mich in Ruhe, du Untier. Hallo? Ah, jetzt. Wollte mich gerade kurz wundern, warum das nicht so geht, wie ich mir das vorstelle. Jetzt sind meine Klingen wieder voller Blut. All das Blut. Ich kann so nicht arbeiten. Was mir gerade einfällt, ich wollte doch den Bogen umbinden. Und zwar, der Bogen der Nachtigall, den wollte ich doch jetzt hier mal auf die 3 legen. Und Finrias Ende am besten gleich ganz raus. Wo ist denn Finrias Ende? Und den sakralen Elfenbogen auf jeden Fall auch jetzt draufnehmen, weil den könnte man sicherlich nochmal benutzen. 33 Schaden. Finrias Ende macht auch 33, na gut. Und der Sakrale macht auch 33. Das sind alles Elfenbögen, naja. Außer halt der neue. Wie sieht denn der aus auf dem Rücken? Ja, recht holzig und so mit Metall und. Toll. Jetzt ist die Musik wieder zu leise. Das ist ja irgendwie ein Elend. Mal zu laut, mal zu leise. So, jetzt sollte es passen. Hoffe ich doch. Soll das mit dem Fuchs da so sein? Was ist hier generell? Was sind das hier alles für... Gut, ich habe das Dämmergraben entdeckt. Hallo Fuchs. Gut, der war wohl nur nicht zufällig hier. Das muss ja nicht immer was zu bedeuten haben, wenn irgendwelche Füchse rumspringen. Hoffe ich doch zumindest, dass es nichts zu bedeuten hat. Wäre noch schöner, wenn. Würde ich mir hinterher noch Angst machen. Ja, jetzt bin ich ja wirklich gespannt, was da für lustige Bedrohungen auf mich warten. Oder ob ich gleich sehr tot bin oder ob ich da irgendwie noch vielleicht... Sprich mit den Nachtigallenwächter? Hä? Ach so, ein Geist. Ich wollte gerade... recht groß hier. Nachtigallenwächter. Hallo. Ich erkenne euch nicht. Aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Wer seid ihr? Oh, darf ich antworten? Diese Frage könnt ihr euch selbst stellen, ja. Mir ist übrigens aufgefallen, dass alle Geister den gleichen Sprecher haben. Das ist ein bisschen doof. Der letzte der Nachtigallwächter. Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Und das ganz allein. Ja, soll mir das leid tun? Was jetzt? Wir wurden von einem der unseren verraten. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Ja, so einen Fall kenne ich. Das ist mir auch schon passiert. Ja, also. Ich war verblendet. Verblendet von dunkelster Heimtücke, die sich als Freundschaft ausgab.
Wäre ich wachsamer gewesen, hätte Mercer Frey mich nicht in mein Verhängnis locken und den Skelettschlüssel stehlen können.